Dum, 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 dum. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Sea Salt, Freunde. Wir werden weiter dem Meister des Dagon und all seinen Untertanen, die Urahnen, die großen Alten, wir werden sie alle heraufbeschwören. Und natürlich auch Cthulhu. Aber Cthulhu ist ja eigentlich, ne, man kennt Cthulhu. Cthulhu ist so die Trendfigur, aber eigentlich ist Cthulhu ist ja nicht unbedingt der Oberälteste, ne? Es gibt über Cthulhu gibt's immer noch ranghöhere, ältere Leute. Okay, ich würde sagen, die Rotwood-Sümpfe werden wir jetzt ein bisschen mal... Wir können leider immer noch keinen neuen. Ich habe erst 6.000 von 50.000 Gold. Also ich denke mal, es ist ein bisschen roguelike. Vielleicht müssen wir nochmal von vorne beginnen, wenn wir sterben. Naja, aber der startet mit 25er. Guck mal, der startet mit 3 Spittern und 4 Würmen. Okay, Swarm ist sehr strong bei dem Charakter. Deswegen ein bisschen Swarm-Fokus vielleicht. Über 1.000 flüsternde Lieder. Okay, wir sind in Karlshaven. Wir sind angekommen, die dunkle Macht. Na komm, friss den erstmal auf. Man darf nicht durchgehend hier pushen. Wir müssen erstmal jagen und dann unsere Minions in Aggressionen versetzen. Guck mal hier. Da können wir mal gleich hier... Was ist denn das hier für eine Veranstaltung? Die wird aber mal gleich gebasht. Komm schon, den da unten auch noch. So, wo ist der Rest von euch? Ich hole mir noch die beiden hier. Ah, ja, ja, ihr glaubt, ihr seid Cthulhu. Schlechter und Fänger und Jäger. Nix da seid ihr. Nichts. Gebrochen habe ich euch. So, sollen wir mal hier so einen Droger nehmen? Der ist natürlich nicht so geil, aber wenn er explodiert, spawnt er kleine Minions. Ich weiß nicht, ob das... Naja, vielleicht nehmen wir doch erstmal... Ich nehme erstmal ein paar Kultisten mit. Die sind immer ganz gut hier für so... Für so kleine Wegläufer und so... Können die dann nämlich auch mal hier ordentlich oder hier für so Dinger zerbrechen halt, ne? Machen wir trotzdem mal kaputt. Vielleicht brauchen wir irgendwann mal einen schnellen Ausweg. Aber hier geht's weiter. Okay, Lodger's Cabin. Ich sehe mein Ding nicht mehr. Ich sehe meine... Ich kann meine Macht nicht mehr sehen. The Crab, the Cultist, the Worm. Ich mach mal einen bunten Mix erstmal. Obwohl ich hätte... Naja. Oh, da ist meine Macht wieder. Ich kann sie wieder sehen. Fress den Mann auf! Wenigstens auf meinen kleinen Schwarm hier ist Verlass. Hat er da gerade einen Hasen gefressen? Alter, mir jetzt gerade voll die Kultisten zerlegt hier. Weg mit euch. Macht euch frei. Wir müssen hier rein. Die werfen mit Sachen auf uns. Ja, fress euch einfach. Oh! Alter, seine Axt hat nochmal ordentlich Nachschub gegeben hier. Das war aber jetzt echt ein bisschen gemein. Okay, shit, ey. Und so viel Gold habe ich auch nicht. Hier ist noch so ein Kultistenplatz. Den kann ich aber nicht irgendwie... Kann ich da irgendwas machen? Ein Gebet oder so? Nee, ne? Okay, oh, oh. Ja, okay, hier ist schon mal... Hier kann ich mir Nachschub besorgen. Ich denke, ich werde erstmal Schwarm-Upgrade nehmen. Weil der Schwarm ist immer gut. Dann erstmal hier rüber. Ja, nehmen wir alles mit. Danke. Oh, 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 oh. Hier ist noch so ein Jägersmann. Fresst ihn auf. Holt ihn euch. Mein Fernkämpfer ist ein bisschen abgelenkt. Okay, okay, pass auf. Wir holen wir uns noch Krabben? Nein, mehr Kultisten. Mehr Kultisten. Hier lag noch ein bisschen Gold rum. Sehr gut. Oh, oh, oh. Und jetzt aber. Den auch noch schön gelunzt. Schön gelunzt. Ah, meine Apostelfähigkeiten steigen auch immer weiter.
Das könnt ihr schon mal kaputt machen, ihr das Ding. Hinein! Mein unersättlicher Schwarm. Hey, hey. Den Typen wollen wir aber auch noch. So, was hat er da kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Mitkommen! Oh, da unten ist noch was. Kann ich da von hier angreifen irgendwie? Nee, ne? Da muss ich hier leider nochmal komplett dran vorbei. Kommt mal bitte hier alle zusammen. Ein paar Würmchen habe ich noch. Oh, shit. Naja. Man hört immer das leise Flüstern der Kultisten. Hallo. Ist hier jemand? Oh. Der hat alles kaputt gemacht. Oh nein, da ist noch so einer. So. Da habe ich mit meinen Kultisten ja erstmal ein bisschen Gold sammeln. Okay, ich brauche auf jeden Fall wieder Schwarm. Weil das bei dem Charakter auf jeden Fall sehr empfehlenswert ist. Oh shit, ey, die ballern mir hier den Schwarm zugrunde. Die Würmer sind auch gut, ey. Jetzt erst mal alles hier kaputt schießen. Hat er hier so einen Cthulhu-Fisch an seinem Haus hängen? Wir haben hier einen Anhänger gefunden. Come on, wo will er hin? Er hat eine Waffe. Oh ja, er sammelt sein Gold. Der ist voller Gold gewesen. Kultistengold. Ja, haltet ihn auf. Haltet ihn auf und schießt. Oh Mann, ich habe nicht mehr so viel, Leute. Ich muss stärker im Glauben bleiben. Der stärkere Glaube an Cthulhu. Oh, wieso kann ich da nicht dran? Mann, Leute, ich brauche echt nicht mehr viel Gold. Aber ey, wie soll ich denn da? Ach, da komme ich nur von hinten dran. Shit. Ich habe nur noch einen Ich habe nur noch einen Wurm. Lass mich. Der Wurm, Alter. Mein Wurm. Shit, Alter. Das war irgendwie klar. Hä? Was war das für ein merkwürdiger Balken gerade? Nicht angreifen. Alter, greift an. Jetzt kann er gerade eh nichts machen. Okay, wieder weg. Das machen wir auf jeden Fall mal kaputt. Oh, shit. Jetzt habe ich nur noch diesen dämlichen Kultisten hier. Kommt hier hin. Komm her. Was stöhnt er denn da so rum? Mein Swarm bleibt natürlich hier bei mir, aber da kommen gleich noch voll viele Leute, die kriegern und kämpfen und komm, stirb! Was bedeutet das? Okay, wir versuchen es nochmal. Okay, okay. Das war schon mal schlauer. Ich darf mich da nicht so reinstürzen, ne? Oh, yes. Yes, yes, yes. Komm schon, ey.
Mach doch mal einer noch ein bisschen Gold klar hier. Ich habe noch ein Würmchen. Da ist noch was. Ja, ich gehe erstmal hier hin. Ja! Versetzt sie ein bisschen ins Chaos. Oh nein, komm zurück. Komm schnell. Komm hier hin. Okay, Schwarm. Jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen was, mit dem wir was anfangen können. Friss ihn auf. Mach das hier kaputt. Da kommen Sachen angeflogen, über die ich keine Macht habe. Okay, jetzt aber. Fress diesen Typen da. Der ist nämlich super kacke. Okay, Schwarm hier aus dem Weg. Macht mal das Ding hier kaputt. Ey, der da! Mit seinen Speeren, was glaubst du, wer du bist? Okay, okay, haben wir sie. Aber ey, keiner gibt Gold. Ich brauche nur so ein bisschen Gold. Ah, okay. Oh nee, jetzt kommt hier so ein Ghostbuster. Shit, Leute, shit. Ich bin gerade echt nicht super stark, ne? Mm, aber ich brauche ein bisschen Fernkampf, wäre geil. Okay, folgt mir. Greif den Mann an! Hört er gar nicht auf hier? Oh, endlich. Ich hole mir auf jeden Fall wieder Schwarm. Schwarm und Kultisten. Okay. Vielleicht ist hier noch ein bisschen was drin. Kann man das hier irgendwie wiederbeleben oder so? Nee, ne? Und die Vögel zwitschern. Oh. Das sieht sehr Ritus-mäßig aus hier. Oh, ausweichen. Jetzt. Greift den Mann an. Hier, ihr beiden. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Mehr Gold. Ich brauche mehr Gold für meinen Schwarm. Meine Kultistenfreunde. Oh, guck mal. Das Feuer brennt uns den Weg schon mal frei. Alle mitkommen, alle mitkommen. Oh, hier geht's weiter. Vielleicht holen wir uns jetzt noch mal ein paar Crabs, oder? Bisschen Defense reinbringen in die ganze Rasselbande. Her damit! Komm her! Vor allen Dingen sein Gold will ich haben. Du da! Bleib stehen! Alter, wie sie ihn gefressen haben. Alter! Okay, Leute, hier vorbei. Oh, 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 oh. Shit, Alter, da diese Axttypen. Die zerbrechen meine Crew. Oh, oh, die wollten meine Crew fressen. Aber egal, meine Krabben. Ich hab Krabben. Immer so Cthulhu, immer im Wasser irgendwie, ne? Also. Ah, da hinten ist noch einer. Den holen wir uns. Warte. Den müssen wir nur mal kurz ein bisschen anteasen hier. Okay, und jetzt können wir ihn holen. Aber dann weg. Sonst kommt die Axt. Hat er kein Gold gegeben, der Saulump? Frechheit. Richtige Frechheit. So, jetzt die Frage, gehen wir hoch oder gehen wir hier erstmal rechts weiter? Ich gehe erstmal hier weiter. Vielleicht ist hier noch irgendwas Cooles. Ich höre Leute rennen. Menschen haben Angst. Da oben sind noch. Ah. Oh, da ist wieder ein Flammenwerfer-Guy.
The Crab, The Cultist, The Worm. Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie Bock. Ich habe mehr Lust auf neuen Schwarm. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Nein! Rennt er da voll rein, ey. Kommt, ihr Krabben. Fresst den Mann auf. Shit. Die da haben Knarren. Stehen bleiben. Haltet ihn. Jetzt knabbert ihn doch. Knabbert ihn. Los. Das ist ja also wirklich. Euch muss man auch erstmal Hunger machen, oder wie? Oh, 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 oh. Knabbert ihn. Los. Der kann doch nichts. Yes. Okay, ich werde brauchen Kultisten. Wir brauchen Kultisten, Leute. So ein bisschen Fernkampf, aber die sind halt schwach. Ne, die sind schwach. Deswegen müssen wir sie gut schützen. Mann, mein Schwarm könnte wesentlich größer sein. Wenn mein Skill wesentlich größer wäre. Was hat der denn hier? Was ist das? Warum versteckst du dich da? Legt er sich einfach dahin? Oh. Jetzt den Turm, mach den doch kaputt. Okay, okay. Hey, ey, was hier? Oh, 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 nein! Dieser Arsch, ey. Hier sind überall Selbstschussanlagen und merkwürdige Dinge. Vielleicht ein bisschen Wurm. Der hat sehr hohen Attack. Kommt, meine Würmer, kommt. Oh, noch ein bisschen Gold. Ey, ey, ey. Wo willst du denn hin? Ah, sag ich doch. Ein bisschen Gold. Okay, guck mal, dann nehmen wir uns doch mal so einen Droger hier mit in die Gang. Und räumen hier ein bisschen auf. Boah, nice. Jetzt geht's ab, Leute. Da ist ein Gegner. Hier können wir hier lang gehen. Oh, der Turm ist gut geschützt. Der Turm ist sehr gut geschützt. Egal, hinter. Vernichtet ihn! Oh, oh, vernichtet ihn noch nicht. Da ist noch ein Typ mit dem Flammenwerfer. Vernichtet erstmal den da. Jetzt. Oh! Tja, da habt ihr den großen Minion zerschossen, hä? Selber schuld. Viele kleine Würmchen. Oh, oh. Die sind wahrscheinlich jetzt auch nicht super stark. Ich gehe mal einfach von aus. Ey, ich dachte... Was? Alter, wie er die einfach alle an die Wand da gestellt hat. Oh Mann, und ich dachte gerade, es läuft ja ganz gut. Jetzt habe ich nur noch so ein paar Krabben und so ein paar alte Gammelwürmer hier. Okay, wir brauchen wieder Schwarm, denn Schwarm ist für meinen Charakter am besten. Könnte da Gold drin sein? Könnte sein, ist aber leider nichts. Hm. Naja, okay. So, wie sieht's aus hier? Was erwartet uns hier? Muss ja auch immer so ein bisschen, muss ich ja selbst immer aufpassen, weil man nicht genau weiß, welcher Feind hier überhaupt wohl lauert. Komm schon, friss den. Aber guck mal, Schwarm funktioniert schon echt ganz gut. Komm her. Ich fresse ich auch noch. Nee, nee, ich will hier noch.
Ich will hier noch... Kultisten brauchen wir. Kultisten. Ja, wir werden sie alle fressen. Cthulhu! 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 Das ist der offizielle Ruf des Cthulhu. Oh, was ist das? Der Totengräber. Der hat besondere Fähigkeiten. Der hat ein Pferd. The Guardian. Oh, Alter. The Lone Warden. Wow, und die kann ich nicht... Okay, okay. Krass. Was ist das? Oh, er ist vom Pferd gestürzt. Er ist vom Pferd gestürzt. Komm, ich will hier noch so einen Duffer, oder wie der heißt. Da so ein Droger. Dude. Komm, der Warden, ey. Wir haben ihn vom Pferd gestürzt. Lass ihn nicht zurück zu seinem Pferd. Ja! Nimm ihn auseinander, Cthulhu! Meine salzigen Tentakel sind zu hart für dich. Oh ja, ich bin der Holy, der heilige Necromancer, The Lich. Raises fallen enemy as spectres and deals low range damage. Abilities does not stack. Okay, okay, cool. So einen hätte ich doch aber schon gern in der Bande. So, schießen die hier noch? Erstmal hier den Dude erledigt. Victory! Continue! Die neue Arena. Oh, die Dorfbevölkerung ist aufgebracht. Herr Pastor! Die Gefahr, die kommt. Existiert was wie Goldfisch. Und... Okay, ja, weil wir so viel genossen haben. Wir haben so viel Völlerei betrieben und dachten, es wäre für immer. Aber jetzt kommt sie und wir müssen die Rechnung bezahlen. Ob es das wert war? Ja. Okay. Das Volk. Meine Familie wurde in Karlshaven getötet. Was sollen wir tun? Wir sind verdammt. Vergib uns. Ruhe. Ich bin genauso erschüttert wie ihr alle. Aber unser Glaube kann alles retten. Naja, weiß ich nicht, ob Glaube was gegen Cthulhu ausrichten kann. Plop, 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 plop. Oh, jetzt gehen wir aber weit in die Stadt, oder? Sollen wir zur Windmühle gehen oder Richtung Norden? Ich gehe mal zur Richtung Windmühle hier. Hoaxed Farms, Freunde, heißt das nächste Level in der nächsten Episode. Und ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, recht herzlich fürs Zusehen. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn Cthulhu die Welt erobert. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal, reingehauen und ciao.